Ich möchte kurz ein sehr interessantes Buch, wie ich finde, vorstellen mit dem Titel Die Judenmacht, ihr Wesen und Ende, herausgegeben von Dr. Mathilde Ludendorff. Dieses Buch enthält Aufsätze, die Erich und Mathilde Ludendorff während der 1920er und 1930er Jahre geschrieben haben. Veröffentlicht wurden diese Aufsätze in den damaligen Schriften des Hauses Ludendorff, die Deutsche Wochenschau, Völkische Feldpost, dann Ludendorffs Volkswarte und anschließend in Ludendorffs Halbmonatsschrift Am heiligen Quell deutscher Kraft. Vorliegendes Buch stellt sozusagen eine Sammlung von diesen verschiedenen Aufsätzen dar. Erschienen ist dieses Buch 1939 im Ludendorffs Verlag, herausgegeben von Dr. Mathilde Ludendorff. Werfen wir nun einen Blick ins Inhaltsverzeichnis. Dort beginnt es in der Einleitung, der Aufsatz Der Jude, eine Weltgefahr. Anschließend unter Punkt 1 des Juden Aberglaube und fromme Pflichten. Zu diesem Kapitel gehören die Aufsätze Des Juden Aberglaube und unser Abwehrkampf, der Jude gepeitscht durch Jahwes Fluch, die jüdische Seele, der Kabbala Aberglaube des Juden, ein Schächtgesetz der Kabbala, des Juden Seelenbild in seiner Sprache. Dann das zweite Kapitel, des Juden Kampfscharen. Dort unter A, die Freimaurer. Und dazu gehören die Aufsätze Das System aller Priesterkasten, Juda ein fanatisches Priestervolk, Die Freimaurer sind künstliche Juden, Das Einfangen der Großen in die Logen, Die Abrichtung zum künstlichen Juden, Die Scheinkämpfe des Juden und seine Kampfscharen, Das Geheimnis der Freimaurerei, die Beschneidung. Freimaurerschurz und symbolische Beschneidung. Die Unmoral des jüdischen Rituals der Freimaurerlogen. Die Hochgradbrüder als bewusste Judendiener. Und der Satanismus der Hochgradbrüder. Dann unter Punkt B dieses Kapitels die Christen. Dazu gehören folgende Aufsätze. Die Gefahren des Christentums als Fremdglauben. Okkultwahn und Judenlehre. Die Christen sind künstliche Juden. Die christlichen Kirchen im Hilfsdienst für Judas völkische Ziele. Rabbiner und Priester in geistlicher Brudergemeinschaft. Der Christ als gelähmter Antisemit. Der Papst und der Hohepriester. Der Gnadenstuhl Jahwes. Jüdische Mission. Judengeständnis. Völkerzerstörung durch Christentum, wie die Christen Judas Schafe wurden, der Gottesbegriff Jahwe, die jüdische Moral gestaltet die Geschichte der Völker, das Unheil der Säuglingstaufe und ihr jüdischer Sinn, der Sinn der christlichen Taufe, die Judenblütigkeit Jesu, eine Grundlage der Christenlehre. Das Vaterunser, der Christen heiliges Gebet, das Kaddischgebet der Juden. Weibesächtung der Priesterkasten, der Jude Paulus und die Frau, vom verzeihlichen Betruge. Das Alte Testament, ein junges Buch. Das fabrizierte Neue Testament, artfremd und arteigen, des Volkes Schicksal in christlichen Bildwerken. Judentum und Christentum ein Gegensatz. Dann das Kapitel 3 des Buches. Der Jude erfüllt die politischen und wirtschaftlichen frommen Pflichten. Dazu Punkt A dieses Kapitels. Jüdisch fromme Politik. Dazu gehören die Aufsätze. Der Feldherr enthüllt das politische Treiben der jüdischen Kampfscharen. Ein Nationalfeiertag zu Ehren Jahwes. Der Judenfluch des Hauses Romanow und eine monarchisch-nationale Zeitung. Tannenberg.
Immer der gleiche Volksbetrug. Deutschland als Sündenbock. Das Auto der jüdischen Konfessionen. Seht diese Schlachtschafe. Über jüdische Weltmacht und das Pro-Palästina-Komitee. Die Judenherrschaft im 18. Jahrhundert und heute nur ein Pro-Palästina-Komitee. Der Judenstaat Palästina nach deutschen Siegen. Was will der Jude mit Palästina? Aus einer hebräischen Geheimschrift. Dann unter Punkt B dieses Kapitels: jüdisch fromme wirtschaftliche Ausraubung. Dazu gehören die Aufsätze: Das Enteignen eine schwere Arbeit, der arbeitende Mensch in der Wirtschaft, freie Wirtschaft zur Befreiung der schaffenden Deutschen, weg mit Goldwährung und Börse. Dann das vierte Kapitel über jüdische Kampfesweise und wirksame Abwehr. Dazu gehören folgende Aufsätze: Unsere Kampfesweise, die Mondnatur auf der Drehscheibe, im Kampf gegen Juda, ist der Jude nur ein Parasit? Antisemitismus gegen Antigoismus, sinnvoller Abwehrkampf gegen die Juden, der Jude und die deutsche Leichtgläubigkeit gegenüber jüdischen Kampfesweisen, vom unsichtbaren Hakenkreuz, die gespaltene Kriegsführung des Juden, durch Sektenkämpfe zum Krieg über freie Völker. Und am Schluss der Aufsatz Freiheit oder Kollektiv. Und anschließend als letztes befindet sich noch das Verzeichnis der Erstveröffentlichungen der einzelnen Aufsätze und in welchen Schriften die einzelnen Aufsätze auch erschienen sind und zu welcher Zeit. Hier noch eine sehr aufschlussreiche Abbildung, die ebenfalls dem Buch Die Judenmacht, ihr Wesen und Ende entnommen ist. Die jüdischen Konfessionen, also die abrahamitischen Religionen, Priester des Mohammedanismus, das ist der Islam, des katholischen und lutherischen reformierten Christentums, werden von dem Rabbiner auf die Bibel vereidigt. Stich aus einer alten freimaurerischen Geheimschrift. Wenn in diesem Buch auch die Christen und Freimaurer als künstliche Juden bezeichnet werden, so kann man das mit Fug und Recht auch von den Muslimen, die ja die dritte abrahamitische Religion sind, durchaus behaupten. Näheres dazu, auch in meiner Videoveröffentlichung, ist der Bibelgott Yahweh der Moloch, auch auf youtube.com oder www.archiv.org erhältlich. Dieses Buch, Die Judenmacht, ihr Wesen und Ende, ist digitalisiert als PDF-Datei gratis erhältlich im Internet unter www.archiv.org, www.skript.com oder anderer Quellen. Beachtet auch noch meine anderen Veröffentlichungen, die sowohl als elektronische Bücher im Internet oder als kleine Videos bei YouTube oder Archiv.org erschienen sind.